Ja, hallo. In den vorigen Videos haben wir diese beiden Grundformeln der Kinematik hergeleitet. Wenn wir uns die mal genauer ansehen, dann sehen wir, dass da vier Größen auftreten. S, A, V, T oder abgekürzt Saft. S, A, V, T. Strecke, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Zeit. Gut, in der ersten Formel, da fehlt eine der Größen, nämlich die Strecke S. Da schreibe ich mal hin, die Strecke S fehlt. Gut, in der zweiten Formel, da fehlt auch etwas, die Geschwindigkeit, ne? V fehlt. Schreibe ich mal hin, V fehlt. So, wenn wir jetzt vier Größen haben, dann müsste es doch noch eine Formel geben, wo in der A fehlt. Ich schreibe mal hin, A fehlt und eine, in der T fehlt. Die müsste es theoretisch auch noch geben. Ja, gucken wir mal, vielleicht können wir die ja herleiten. Also zunächst mal suchen wir ja eine Formel, in der A fehlt. Zum Beispiel, weil A weder gesucht noch gegeben ist. Ne? Kann ja vorkommen. Dann mache ich doch einfach Folgendes. Ich setze dieses A hier oben hier ein. Und da erhalte ich dann, da brauche ich ja jetzt nur abschreiben, S gleich 1/2 mal A und für A setze ich jetzt ein Delta V durch T. Delta V durch T multipliziert mit T Quadrat. Und da seht ihr schon, da kürze ich jetzt hier ein T weg und da bleibt übrig 1/2 mal Delta V mal T. Ja, ich schreibe das nochmal sauber auf. Delta V mal T wische ich hier weg, dieses Delta V mal T und schreibe es nochmal sauber hin. Gut, schon haben wir eine weitere Grundformel hier. Ja, um die letzte herzuleiten, muss ich die erste Formel hier erstmal umstellen. Man kann ja alle diese Formeln nach den verschiedenen Größen umstellen. Zum Beispiel kann ich diese Formel hier nach Delta V umstellen. Da muss ich einfach nur beide Seiten mit t multiplizieren. Dann fällt hier t weg und hier habe ich a mal t. Und das Ganze kann ich nochmal umstellen. Und zwar nach der Zeit t. Da muss ich hier nur beide Seiten durch a dividieren. Dann erhalte ich hier t, denn a kürze ich dann weg, ne? Wenn ich hier und hier durch a dividiere, wie ich hier hingeschrieben habe, kann ich ja als Bruch schreiben, dann kürze ich hier das a weg und hier erhalte ich Delta V durch a. Also das wische ich wieder weg, das irritiert. Ich erhalte also Delta V durch a. Gut, das wische ich auch mal weg, das irritiert sonst. Das hier auch, das war nur zur Hilfe beim Umstellen. So, aber wir wollten ja hier unsere vierte Grundformel herleiten. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Also hier durch Einsetzen von diesem a haben wir diese Formel erhalten. Und jetzt setzen wir hier das t hier ein und erhalten dann, gucken wir mal, was wir da erhalten. Das schreibe ich hier unten hin. Da erhalten wir dann s gleich. Ne, hier oben sind wir. S gleich 1/2. Mal a, so das a jetzt nicht ersetzen, sondern das t. Das t wird jetzt ersetzt durch Delta V durch a. Delta V durch a. Und das t wird ja nochmal quadriert, also muss ich hier eine Klammer drum machen und ein Quadratzeichen. So, das kann man hier noch vereinfachen. Wir wissen ja, man potenziert einen Bruch, indem man Zähler und Nenner einzeln potenziert. Also kommt daraus Delta V Quadrat durch a Quadrat. Das hier kann ich durch diesen Term ersetzen aufgrund der Regeln der Potenzrechnung. Also wische ich das mal weg und schreibe dahin Delta V zum Quadrat durch a Quadrat. Und jetzt kann ich hier kürzen dieses a und eins von diesen a's. Dann habe ich hier stehen Delta V Quadrat durch a. Ja, ich wische das nochmal weg und schreibe es sauber hin. Delta V zum Quadrat durch a. Ja, ein bisschen größer.
Delta V Quadrat durch A. Gut, das ist hier meine vierte Grundformel. So nenne ich die mal einfach. Und jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Wir müssen hier die zweite Grundformel nach A und nach T umstellen. Das ist ja auch noch möglich. Die Formel müssen wir noch nach Delta V und nach T umstellen. Und die Formel müssen wir noch nach Delta V und nach A umstellen. Gut, machen wir das mal. Ich mache es am besten mal hier in einer Nebenrechnung. Zunächst einmal stelle ich das hier oben nach A und im zweiten Schritt dann nach T. So, stellen wir das hier mal oben nach A. Da bringen wir erstmal das 1/2 auf die andere Seite, indem wir die Gleichung mit 2 multiplizieren. Dann haben wir ja 2s gleich, ja, 2 mal 1/2 fällt dann also weg hier, ne? Und hier bleibt a mal t Quadrat stehen. Jetzt dividieren wir durch t Quadrat. Dann erhalte ich hier 2s durch t Quadrat gleich a. Also a gleich 2s durch t Quadrat. 2s durch t Quadrat. Gut, die Nebenrechnung können wir ja wegwischen. Aber wir wollten ja noch t ausrechnen. Stellen wir das hier mal um nach t. Da bringen wir wieder das 1/2 auf die andere Seite. Also wir multiplizieren mit 2 genauer gesagt. Dann habe ich wieder 2s gleich. Und hier fällt das 1/2 wieder weg, wenn ich mit 2 multipliziere. Und wir haben a mal t Quadrat, so wie vorher. Aber jetzt stellen wir das nach t um. Das heißt, wir dividieren erstmal durch a. Dann habe ich hier 2s durch a. Und auf der anderen Seite t Quadrat. Jetzt ziehen wir auf beiden Seiten die Wurzel. Dann habe ich die Wurzel aus 2s durch a gleich t. Gut, schreibe ich mal hin. T gleich Wurzel 2s durch a. T gleich Wurzel 2s durch a. Ja, machen wir mit der nächsten Grundformel weiter, mit dieser hier. Stellen wir die erstmal nach Delta V um. Dazu bringe ich das 1/2 auf die andere Seite. Dann habe ich hier 2s, also hier mache ich mal weiter, 2s gleich Delta V mal t. Jetzt dividiere ich durch t, dann habe ich hier 2s durch t gleich Delta V. Das kann ich hier hinschreiben. Delta V gleich 2s durch t. Gut, die Nebenrechnung wieder wegwischen. Ich mache die Nebenrechnung jetzt mal in einer anderen Farbe, damit wir das nicht mit diesen Formeln verwechseln. Wir wollten ja noch hier umstellen nach t. Ja, man kann ja diese Formel auch umstellen nach Delta V. Das haben wir schon. Jetzt nach t. Ja, wie mache ich das am besten? Da brauche ich gar nicht von dieser Formel ausgehen. Fangen wir einfach hier an. Ne? Ich bringe das t auf die andere Seite. Dann habe ich hier t mal Delta V gleich 2s. Jetzt dividiere ich durch Delta V und dann bin ich auch schon da. T gleich 2s durch Delta V. Ja, schreibe ich da oben hin. T gleich 2s durch Delta V. Also einfaches Formelumstellen, mehr ist das nicht. Gut, machen wir noch die letzte Reihe. Ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig Platz für die Nebenrechnung, aber wird schon irgendwie funktionieren. Wir stellen also um nach einmal nach A und einmal nach Delta V. Gut, stellen wir erstmal nach A um. Da bringen wir hier von dieser Formel also ausgehend das A auf die andere Seite. Dann haben wir hier SA gleich 1/2 mal Delta V zum Quadrat. Und jetzt dividieren wir durch S beide Seiten. Dann fällt hier das S weg. Und da bleibt A übrig. Und wir sehen, was A ist. A ist gleich 1/2 mal, Augenblick, andere Farbe, 1/2 mal Delta V zum Quadrat durch S, wobei ich das S jetzt hier nach oben gezogen habe, in den Bruch rein. Gut, das wische ich auch mal weg
Und stellen wir das Ganze noch nach Delta V um. Da bringen wir das 1/2 auf die andere Seite. Also wir multiplizieren mit 2. Dann habe ich hier 2a gleich Delta V Quadrat dividiert durch s. Und noch das s auf die andere Seite bringen. Dann habe ich 2as gleich Delta V Quadrat. Wenn wir jetzt auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, einmal hier und einmal hier, dann hebt sich das Quadratzeichen und die Wurzel hier auf und ich erhalte das gewünschte Ergebnis, nämlich Delta V ist gleich Wurzel aus 2 mal a mal s. Wurzel aus 2 mal a mal s. Also ihr seht, einfachstes Formelumstellen führt hier zum Erfolg. So, wir haben jetzt also insgesamt 12 Formeln, denn wir hatten ja 4 Größen, S, A, V, T, Strecke, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Zeit, ne, Saft, 4 Größen und für jede Größe hatten wir 3 Formeln, zum Beispiel hier für S hatten wir 1, 2, 3 Formeln und ihr könnt jetzt immer die Formel nehmen, in der die gegebenen Werte vorkommen. Gut, ihr wollt zum Beispiel die Strecke berechnen, da könnt ihr diese, diese oder diese Formel nehmen, für die Strecke S, aber nehmen wir mal an, jetzt ist Delta V und T gegeben, dann könnt ihr die nicht nehmen und die auch nicht, sondern die hier, ne? Denn hier kommen Delta V und T vor. Hier kommen andere Werte vor, hier auch. Gut, das Ganze wäre jetzt viel zu einfach, denn ihr müsstet ja gar nicht mehr rechnen, sondern nur noch je nach Aufgabenstellung die gegebenen Werte da einsetzen in eine der 12 Formeln. Das wäre zu einfach. Und deshalb macht man das in der Schule so, die beiden Formeln hier, die wir hergeleitet haben, die werden benutzt, die werden vorgegeben und nur mit diesen beiden Formeln müsst ihr dann die Aufgaben lösen. Das heißt, ihr müsst im Prinzip wieder das Gleiche machen, was ich hier an der Tafel gemacht habe, aber dann mit konkreten Werten in einer Aufgabe. Aber das zeige ich euch dann alles, denn ich werde das so machen wie in der Schule. Ich werde nur mit diesen beiden Formeln hier arbeiten. Ja, denn es kann ja mal sein, dass man dieses Formelblatt hier vergisst oder nicht dabei hat. Wenn man sich aber diese beiden Formeln merkt, da kann man alles andere mit berechnen. Gut, also wir merken uns, was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben gelernt, es gibt insgesamt 12 Formeln, aber wir werden in den Videos nur mit diesen beiden Formeln hier rechnen, die wir auch schon hergeleitet haben, diese beiden Formeln, die kennen wir schon, nur mit diesen, weil alles andere wäre zu einfach. Ja, damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.